In der heutigen Newsfolge geht es um: Ferrari will Vettel einen mehrjährigen Vertrag mit reduziertem Gehalt anbieten, 145 Millionen Dollar Budgetobergrenze für 2021, 2 Tage Tests im Fahrerlager. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu den News. Ferrari-Teamchef Mattia Binotto möchte Vettel bei der Scuderia halten, von daher haben sie das Angebot verbessert. Der vierfache Weltmeister hatte erst vor kurzem das erste Vertragsangebot abgelehnt, worüber ich berichtet habe. Für den Teamchef ist Vettel dennoch die erste Wahl und sie werden versuchen, dass beide Parteien zufrieden sind. Laut dem renommierten Journalisten Ralf Bach von den Formel 1 Insider Medien bereitet Ferrari das zweite Vertragsverlängerungsangebot vor, welches einen mehrjährigen Vertrag, also 2 Jahre plus Option auf Verlängerung, beinhaltet. Was das Geld angeht, bleiben sie bei 12 Millionen Euro aufgrund von Covid-19. Ferrari ist gerade in dieser Zeit nicht bereit, ein Jahresgehalt von über 30 Millionen Euro zu zahlen. Vettel möchte nicht dasselbe Gehalt wie Teamkollege Charles Leclerc erhalten, was ungefähr bei 9 Millionen Euro pro Jahr liegt. Was glaubt ihr? Wird Vettel darauf eingehen und den Vertrag annehmen? Stimmt oben rechts ab oder schreibt einen Kommentar. Sportchef Ross Brawn bestätigt, dass die Budgetobergrenze 2021 bei 145 Millionen Dollar festgelegt wird. Eigentlich sollten sie bei 175 Millionen Dollar starten, doch diese wurde um 30 Millionen Dollar reduziert. In den nächsten Tagen werden die Einzelheiten an die Teams weitergegeben. Es gab zwar viel Gespräche und sie befinden sich jetzt im Endspurt. Selbst Ferrari, die immer gegen eine niedrig angesetzte Budgetobergrenze waren, sind wohl damit einverstanden. Denn sie waren auch immer diejenigen, die mit einem Formel-1-Ausstieg gedroht haben. Das Ziel der Budgetobergrenze war ein konkurrenzfähigeres Feld und die wirtschaftliche Nachhaltigkeit der Formel 1 ist Priorität. Das Preisgeld soll gleichmäßiger an die Teams verteilt werden, damit ein Mittelfeldteam mal Podiumsplätze, wenn nicht sogar Rennsiege, erreichen kann. Wenn die Formel 1 in Spielberg starten sollte, was immer noch unbestätigt ist, soll es alle 2 Tage Tests des gesamten Personals auf Covid-19 geben. Das hat Ross Brawn angekündigt. Damit wollen sie sichergehen, dass niemand an dem Virus erkrankt ist. Jeder wird getestet und bekommt dann eine Freigabe, bevor er ins Fahrerlager gehen kann. Die Tests werden von einer autorisierten Behörde durchgeführt. Das soll für europäische Rennen gemacht werden. Ziel sei es, eine Art Isolationsblase zu erschaffen. Innerhalb der Teams soziale Distanzregeln durchzusetzen, ist zwar nicht möglich, aber sie wollen Beschränkungen haben, wie sich die Leute im Fahrerlager bewegen können. Es soll eine konsequente Trennung zwischen den Teams geben, beziehungsweise jeder bleibt in seiner Gruppe. Es wird keine Wohnmobile geben und sie werden in ihren eigenen Hotels übernachten. Kommen wir zu Mikes Meinung. Ich muss sagen, dass ich das doch interessant finde, denn ich war immer der Meinung, dass es genau umgekehrt hätte sein können. Ein bisschen mehr Geld für Vettel, aber nur einen Einjahresvertrag. Dass alle 10 Teams wohl mit der Budgetobergrenze zufrieden sind, ist doch das, was ich gerne höre. Selbst bei Ferrari, die immer mit einem Ausstieg gedroht haben, bin ich überrascht. Die Idee mit den Tests in jeweils 48 Stunden finde ich gut. Man möchte halt die maximale Sicherheit im Fahrerlager haben. Und nun zum Community-Kommentar. Der kommt heute von Dead Power. Er schreibt: Wenn man den Racing Point untersucht hat, müsste man doch eigentlich auch den Haas untersuchen, weil der sieht aus wie der 2019er Ferrari SF90. Rein theoretisch ja. Aber da sie bei den Testfahrten langsamer als Racing Point waren und nicht auffielen, wurden sie nicht untersucht. Aber ich gebe dir recht, dass es auch eine Ferrari-Kopie ist, zumindest in manchen Teilen des Boliden. Das soll es mit den News gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, damit ihr in Zukunft kein Video mehr von mir verpasst. Und denkt daran, liken und abonnieren bringt euch auf den neuesten Stand. Bis zum nächsten Video. Ciao.